Auf der Vorderseite befinden sich im unteren Bereich der TDI-Serie sogenannte adaptive Schaltflächen. Diese sind mit den Augen bedienbar und ermöglichen weitere Funktionalitäten. So ermöglichen die beiden Felder mit dem Plus und dem Minus die Regulierung der Lautstärke allein mittels der Augen, egal wo ich mich gerade in dem Programm befinde. Die Felder mit dem Dreieck und dem Quadrat ermöglichen eine individuelle Belegung basierend auf der jeweiligen genutzten Kommunikations-App, um diese dann auch schnell und einfach mit den Augen zugänglich zu haben. Möchten Sie diese Funktion in der App TD Snap nutzen und für den Benutzer anpassen, so können Sie oben rechts in die Einstellungen gehen, dort auf den Bereich Seitenset und hier finden Sie den Eintrag lernfähige Felder. Dort können Sie Aktionen sowohl für das Dreieck als auch für das Quadrat festlegen, indem Sie dort draufklicken, gegebenenfalls eine Aktion löschen und dann eine neue Aktion hinzufügen. Und Sie haben die Möglichkeit, die Lautstärketasten für die Augensteuerung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Bei den adaptiven Tasten bzw. lernfähigen Feldern ist es so, dass diese unterschiedliche Aktionen ausführen können, abhängig davon, ob sie mit den Augen bedient werden oder mit dem Finger über Touch bedient werden. Die Aktionen für Touch, also für das Berühren, können hier im unteren Bereich bei Aktionen für einfaches Berühren festlegen ausgewählt werden. Dann öffnen sich die Hardware-Settings und in den Hardware-Settings haben Sie oben links die adaptiven Tasten, wo Sie hier nun die entsprechenden Einstellungen für die Touch-Bedienung vornehmen können.